ist wirklich faszinierend zu sehen, wie sich diese Veranstaltung entwickelt hat. Mein erster Besuch auf der Vorläufermesse der OMD ist 15, 16 Jahre her. Und damals haben wir einen Preis dafür bekommen, dass wir für einen Kunden TV- und Online-Werbung parallel mit dem gleichen Werbemittel geschaltet haben. Das war damals einen Konvergenz-Award wert. Und wenn man heute sieht, das ist wirklich das Zentrum geworden für die digitale Welt in diesen Tagen. Es werden ganz andere Themen diskutiert. Interessant finde ich, dass es zwischenzeitlich einen Moment gab, in dem das hier doch auch sehr eine große Partyveranstaltung war. Was ich gerade dieses Jahr sehe, es ist deutlich leiser als zuletzt. Es wird mehr gearbeitet. Es ist doch etwas professioneller wieder geworden. Zwischenzeitlich war das doch auch schon ein bisschen sehr viel Party. Es ist nicht mehr das Besondere. Es ist eigentlich selbstverständlich geworden. Und ich glaube, der ganz große Sprung ist jetzt eigentlich ein, zwei Jahre, dass wir sowohl aus der Konsumentensicht als auch aus der Sicht der Werbungtreibenden sehen, dass mobile Internetnutzung völlig selbstverständlich geworden ist. Und gut, viele haben darüber geredet, aber das wirklich spannende Thema an der Ice Bucket Challenge finde ich gerade, dass es vollkommen selbstverständlich geworden ist, für weite Teile der Bevölkerung ein Video hochzuladen. Das war vor ein, zwei Jahren nicht vorstellbar. Und das muss man sagen, das hat übrigens Herr Zuckerberg sehr, sehr clever gemacht, dass er sich da ganz früh in die mit eingereiht hat und das die Sache promotet hat, weil ich glaube, er hat dadurch der Videonutzung in seinem Medium extrem etwas Gutes getan. Fernsehnutzung, lineare Fernsehnutzung, wenn man das so mal, ist immer noch da. Und wenn Sie sich klassische Zahlen anschauen, ist das immer noch die stärkste Nutzung. Also da kommen in Zielgruppen 3-4 Stunden am Tag zusammen. Aber wir sehen, dass die Nutzung des Second Screen parallel dazu immer größer wird. Wir sehen, dass die, wie schon erwähnt, die Videonutzung auf dem Mobile-Gerät immer größer wird. Und noch sind wir nicht so weit, dass wir wirklich in Sachen Targeting in TV, im linearen TV, den ersten Sprung weitergekommen sind. Das wird sicherlich kommen und das wird auch in der Zukunft eine Sache sein, die fürs Marketing sehr spannend wird. Ich glaube aber auch, wir sollten nicht vergessen, dass es gibt Lean Back und es gibt Lean Forward. Und es wird, glaube ich, immer auch eine Situation geben für den Konsumenten, in der er sich entspannen will und einfach nur berieseln lassen will. Das wird mit Sicherheit bleiben.